Moinsen, Freunde der Sonne. Ich habe heute mal wieder so ein richtig schönes Eingabegerät für euch, ne? Das ist eins, auf das ich sehr lange gewartet habe und sehr viel Glück habe, dass ich das überhaupt in meinen Händen habe. Es gibt einen Lenkrad, das wollte ich schon immer mal ausprobiert haben, und das ist von GSI, das X29. Hab noch nicht die Möglichkeit dazu gehabt, aber ich war mit Andreas Schmeers oder Error Schmerror oder Andi Wandi Brikandi in Maastricht auf einer Messe. Naja, Messe ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir waren dort. Und Andreas, der alte Fuchs, durch langes Volllabern von mir als auch von Kreff, hat sich das gekauft, denn er hat einen wunderschönen Rabatzki gekriegt von 100 Euro, hat das für 600 Euro geschossen. Und da sind wir auch schon bei dem Preis. Was würdest du denn jetzt bezahlen für das Wheel? 700 Euro kostet das aktuell im Simrace-Shop und ist schon ein bisschen ein Banger. Es wurde sehr viel weiterentwickelt zu älteren Wheels und sehr viel Neues entwickelt. Aber bevor wir uns das jetzt mal so genauer angucken, was ist denn jetzt alles in der Box drin? In der Box findest du ein Kabel. Das ist hier wieder das typische Kabel, was man so bei GSI kriegt. Schön robust mit Schraube, schraubst direkt ins Lenkrad rein und du hast halt hier Ringelschwänzchen, Schweineschwänzchen oder wie auch immer man diese Kabel nennt. Und du hast das Wheel mit drin. Der Quick Release ist jetzt mein eigener, also das ist der Adapter Wheel Side von Simocube, der kommt nicht mit. Aber das hier ist das Wheel. Und wie sieht denn das jetzt aus mit der Qualität? Ich finde, dass GSI wirklich über die letzten Jahre, in denen es die Firma gibt, sich sehr schön weiterentwickelt hat. Denn, passt mal auf, wenn wir uns jetzt mal das hier angucken, das ist eins der ersten Wheels, was sie rausgebracht haben. Das werdet ihr wahrscheinlich alle kennen oder einige von euch werden das kennen. Das habe ich mir damals geschossen für 1500 Euro. Und die Griffe übelst dick. Ne? Finde ich geil, habe ich mich nach so ein paar Jahren und Stunden habe ich mich dran gewöhnt. Aber das haben sie definitiv weiterentwickelt und verbessert. Was sie auch weiterentwickelt haben, sind beispielsweise die Buttons und die Shifter. Denn passt mal auf, ich mache mal meine Modifizierung in Anführungsstrichen weg und dann könnt ihr euch das mal anhören. Das sind die alten Shifter. Nur, dass ihr es mal gehört habt. Und das hier sind die neuen Shifter. Und die sind für mich mit die besten Shifter, die ich so in der Hand hatte. Das ist wirklich schon ein sehr schönes Klickgefühl. Du hast einen Widerstand. Und du hast nicht so ein ekelhaftes, lautes Geräusch dabei. Was ich sehr schön finde, sie sind nicht leichtgängig, sie sind aber auch nicht so schwergängig. Und das Coole ist, du könntest die theoretisch genauso nochmal modifizieren, weil du hier zwischen kannst du auch noch was reinstecken und das eventuell noch leiser machen. Von den Buttons her, wenn wir mal hören. Finde ich, klingen die sehr, sehr schön. Vom Geräusch her, falls das Mikrofon das nicht so aufnimmt, ist ein wunderschöner Druckpunkt. Und es klingt ein bisschen hohl. Also es hat so einen hohlen Sound ins Lenkrad rein, der nicht schlecht ist, was wir meistens eh nicht hören, ne, wenn wir Kopfhörer aufhaben. Deswegen hier nochmal ein leise. Und vom Druckpunkt her ist es sehr, sehr schön. Die Funky Switches, davon haben wir zwei Stück drauf, sind auch sehr geil. Haben ein schönes Gefühl, drehen sich wirklich schön, reagieren sehr schön, haben auch kannst du auch als Rotring-Encoder benutzen. Haben auch ein sehr schönes Feeling. Was ich bei GSI immer ganz toll finde, ist, dass sie die Rotary-Encoder auch gleichzeitig noch als Buttons benutzen. Und hier auch. Du kannst sie auch gleichzeitig noch drücken und du kannst sie drehen. Und das sind die Geräusche dazu. Und so kommt das bei dir zu Hause an. Und das finde ich persönlich schon sehr, sehr geil. Die Griffe sind kleiner geworden. Die sind ein bisschen vom Griff her ein bisschen softer. Also ich würde sagen, du kannst sie auch ohne Lenkrad, ohne Handschuhe sehr schön fahren und machen wirklich einen sehr schönen Eindruck, die Griffe. Gefällt mir. Lasst uns doch einfach mal ins Rig springen, uns das mal angucken, was wir am PC alles machen können damit und dann drehen wir mal eine Runde damit. Also, rüber geht's. Gut, jetzt am PC angekommen, ist das wie immer super simpel, denn GSI arbeitet immer mit Integration in SimHub. Und das zeige ich euch jetzt mal. Wenn wir jetzt hier wieder in SimHub reingehen, könnt ihr schon sehen, dass ich hier das Wheel drin habe. Aber um es ein bisschen einfacher zu machen für euch, könnt ihr
hier unten einfach draufdrücken auf Add Device. Dann geht ihr auf Gomez Industries und dann seht ihr hier GSI X29 und auch die anderen Wheels, die es gibt. Ich persönlich habe jetzt hier mal mein Profil geladen, also das von Dizzy. Das benutze ich mit den anderen Wheels von AMG zum Beispiel, also von Cube Controls. Und hier sind halt meine RPMs drin. Und du kannst hier auch wieder allerhand andere Effekte hinzufügen. Da gibt es auf meinem Kanal auch noch ein Video dazu, wie ich das erklärt habe, wie das hier alles funktioniert. Das kannst du dir gerne angucken. Ich packe das mal mit in die Infobox. Und dann weißt du, wie das hier bei SimHub abläuft, das Ganze. Und jetzt drehen wir einfach mal eine Runde und probieren mal aus, wie das so läuft. Also, let's go. Schmeißen wir uns mal ein iRacing rein. So, dann schmeißen wir uns mal in die Karre rein hier, wa? Mal anlassen den Hobel. An. Wir sehen gerade, dass hier die Reflights funktionieren, also die RPMs laufen. Ich denke, wir müssen noch ein paar andere Effekte hinzufügen. Aber wir sehen, dass hier alles läuft. Also, dass die LEDs angehen. Ich merke gerade, ich habe kein Force Feedback. Das muss ich mal kurz aktivieren. Wir fahren heute auch extra mal ohne Handschuhe. Einfach mal, um zu gucken, wie es in der Hand liegt. Es ist wirklich sehr, sehr klein vom Durchmesser her. Also Menschen mit größeren Schultern. Ja, da muss man gucken. Ich denke, wie das dann ankommt. Also für mich ist es gerade ganz angenehm. Ich weiß aber auch nicht, wie es dann nachher auf Dauer aussieht, weil ich persönlich fahre ja immer sehr, sehr großen Wheels. Also mit einem sehr großen Durchmesser. Aber so jetzt von der Griffigkeit her, es ist sehr, sehr schön. Die Hände müssen nicht sehr, sehr groß sein. Es ist sehr weich und schön. Also man kann hier hinten auch den Griff ein bisschen eindrücken. Also das Gummi gibt auch ein bisschen nach, was ich sehr toll finde. Es ist ganz geschmeidig. Also es ist wirklich, fühlt sich nicht so wie super, super hartes Gummi an, sondern sehr, ja, wie soll ich sagen, schon so ein bisschen federig, als wenn man in eine Wolke greift, könnte man sagen. Nicht, dass ich wüsste, wie man in eine Wolke greift, aber so stelle ich mir das halt vor. Die Shifter sind super leise, also ihr könnt das ja selber auch hören beim Fahren. Es ist jetzt nicht so, als wenn das übelst doll irgendwie drückt und laut ist, also wie die erste Version. Das sind ja mittlerweile schon die dritte Ausführung von den Shifter von GSI, was ich sehr schön finde. Dass sie da sich auf jeden Fall weiterentwickelt haben und nicht diese erste Version noch nutzen, was ein sehr großer positiver Aspekt ist. Denn mir waren die Shifter früher immer viel zu laut. Die Shifter sind wirklich sehr, 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 sehr gängig. Und auch jetzt gerade, ich fahre ja auch ohne Kopfhörer, haben sie wirklich einen sehr schönen Klang und auch ein sehr schönes Gefühl. Und gleichzeitig einen sehr schönen Druckpunkt, keine große Lautstärkeentwicklung beim Fahren und es ist ein Gedicht zu schalten. Von der Knöpfe her muss ich sagen, finde ich das Geräusch auch sehr schön, wobei wir die meisten Leute das eh nicht hören werden, weil sie Kopfhörer aufhaben. Aber sie haben auch wirklich einen sehr tollen Druckpunkt und auch eine sehr schöne Farbe, muss ich sagen. Also die Farben, die wiedergegeben werden von den Buttons, die ihr gerade sehen könnt, sind wirklich sehr schön, sehr kräftig auch. Das Rot, was hier drin ist, ist etwas dunkler, was ich ausgewählt habe. Weil das AMG-Wheel, wo ich es normalerweise drin hatte, doch sehr gekracht hat von der Farbe. Hier ist auch die Brightness, also die Helligkeit ist auch noch ein bisschen runtergedreht, damit das nicht immer, damit man nicht mit Sonnenbrille fahren muss. Wenn du die Dinger nämlich volles Karton aufdrehst, und das zeige ich dir gleich mal, dann ist hier richtig Action-Fertigkeit. Aber overall liegt es wirklich schön in der Hand und es macht echt Spaß, das zu fahren. Für mich persönlich wäre es ein bisschen zu klein. Also für breitere Schultern ist das, denke ich mal, ein bisschen eine kleine Schwierigkeit. Aber es ist wirklich ein sehr, sehr tolles Wheel, muss ich sagen. Und für den Preis finde ich das auch sehr, sehr gut, dass GSI auch mal in dem Preissegment was rausgebracht hat und nicht nur die hochpreisigen Wheels bei also weit über 1000 Euro bzw. Dollar. Und wenn ihr das irgendwo auf der Messe euch schnappern könnt, so wie Andreas für 100 Euro weniger, ist das definitiv ein Banger, muss ich sagen. Und damit würde ich die Testfahrt auch mal abschließen und wir kommen mal zu den positiven und negativen und dem Fazit zu dem Wheel. Aber das machen wir natürlich wieder drüben. Also, bis gleich. So Leute, bevor wir jetzt noch rüber springen, wir sind nochmal im SimHub
und machen noch mal kurz hier die Helligkeit. Da könnt ihr das mal sehen. Also du kannst die komplett ausmachen, wie du hier siehst. Und du kannst die volles Cartoon aufdrehen. Also ich habe die so immer bei 50%, was ich okay finde. Aber du kannst auch gerne noch ein bisschen Gas geben. Wobei es bei denen wirklich schon sehr human ist von der Helligkeit. Und die Farbgebung ist auch sehr, sehr schön. Das gefällt mir. Du kannst jetzt hier beispielsweise, das können wir ja eben mal kurz machen. Können wir jetzt einfach mal sagen, wir wollen hier Pink haben. Und dann kannst du dir hier alles so belegen, wie du willst. Wenn du nicht unbedingt Effekte haben möchtest, kannst du das auch machen. Und wie gesagt, du kannst hier volles Brikett die Brightness hochdrehen und auch runterdrehen. Und jetzt kommen wir zum Fazit. Und das machen wir dann drüben. Bis gleich. Kommen wir mal zum positiven und negativen Dingen dieses Wheels. Positive Dinge, Verarbeitung, absolute Rakete, Bombe, Griffe, ein Gedicht. Finde ich auch total toll. Die Griffe gefallen mir sehr, sehr gut und haben mich komplett abgeholt, würde ich sogar ohne Handschuhe fahren. Was ich auch sehr positiv finde, ist die Integration in SimHub, weil uns nämlich ermöglicht wird, dass wir hier alles machen können, was wir wollen an diesem Lenkrad. Und das finde ich persönlich immer geil, dass du alles individualisieren kannst. Und da kommen wir zu dem einzigen negativen Punkt, den ich habe. Man kann die ganze Beschriftung nicht individualisieren. Finde ich nicht so schön, gefällt mir nicht, weil ich mag manchmal, nicht manchmal, ich mag meine Lenkräder eigentlich immer ohne diesen ganzen Hokuspokus da drauf. Und manchmal will man sich das noch woanders hinlegen und das geht hier nicht, weil die Sachen sind fest gelasert. Also das sind keine Aufkleber, die Buttons, die sind so. Und auch alles, was hier auf dem Wheel drauf ist, gehört alles zum Wheel selber dazu. Würde ich mich sehr freuen, falls es irgendwann nochmal eine weitere Iteration davon geben wird oder würde, dass wir das hier customizen können. Ja, da muss ich jetzt ihr recht geben, dass das wertiger ist, wenn es so ist, anstatt Sticker aufzumachen. Aber auf der anderen Seite wollen wir ja nur alle unser persönliches Rennerlebnis zu Hause haben und das wäre schön, wenn wir das machen könnten. Aber das ist auch wirklich das einzige Negative, was ich dazu sagen kann. Also, wie ist denn so mein Fazit zu diesem Lenkrad? Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, für 700 Euro finde ich das sehr, sehr prickelnd. Oder auch für 600 Euro, wie Andreas das jetzt geschossen hat auf der Messe. Da fällt dann halt der Zoll weg und das ganze andere drumrum, wie Versenden etc. pp. Und dafür ist es wirklich ein Banger. Sage ich, wie es ist. Also, ich habe jetzt nichts gefunden und ich bin wirklich sehr pinschiederig, was das angeht. Also ich suche ja wirklich förmlich danach, irgendwas zu finden, was nicht funktioniert. Aber GSI ist wirklich einen sehr, sehr weiten Weg gegangen in seinen Wheels. Wenn ich mir jetzt das Wheel angucke, was ich vorhin in der Hand hatte, im Vergleich zu dem hier, was natürlich unterschiedliche Gewichtsklassen sind, logischerweise, aber man kann ja Shifter und Buttons kann man ja miteinander vergleichen, ist das wirklich schon ein ganz schöner Kracher. Und das gefällt mir schon sehr, sehr gut, in welche Richtung GSI sich entwickelt hat. Und finde ich das für 700 Euro stabil? Absolut. Also ich würde ganz ehrlich, wenn ich jetzt ein Wheel kaufen müsste und ich möchte mir nicht unbedingt ein AMG-Wheel kaufen, was 32 cm Durchmesser hat, weil ich nicht Schultern habe, die gerade so durch eine 80 cm Tür passen, wäre das definitiv ein Wheel, wo ich zulangen würde. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Wir haben mittlerweile so unglaublich viel Auswahl an Simracing-Hardware, dass wir uns nicht mal nur auf ein Wheel beschränken müssten. Und das ist definitiv eine sehr, sehr gute Option. Falls du einen Taler übrig hast und gute Qualität zu Hause haben möchtest, ist das X29 für dich definitiv ein Ding. Und jetzt schließen wir das Ganze hier ab und ich möchte meinem Sponsor des heutigen Videos danken. Und nein, es ist nicht der Space und irgendwelche anderen Internetseiten, es ist dieses Mal Wenzel Washington, aka Andreas, aka RA4044. Denn der hat mir das Wheel mal ausgeliehen zum Review, nachdem er sich das geschossen hat. Und dafür bin ich sehr dankbar, denn ich musste niemanden fragen und habe es einfach in die Hand gedrückt gekriegt. Hier, mach mal Video. Und das finde ich sehr schön. Also danke an der Stelle, Andreas. Jetzt möchte ich mich aber trotzdem noch bei dir bedanken, dass du dir das Video angeguckt hast und mich sehr freuen, wenn du mir einen Kommentar schreibst, mir einen Daumen hoch oder runter auf das Video zimmerst. Je nachdem, wie du es fühlst. Und meine Katze baut schon wieder den Popschutz ab. Und ich könnte ins Essen brechen, dass du das genau dann machst, wenn ich das Outro mache. Ich möchte mich bei allen Kanalmitgliedern bedanken. Das ist sehr nett von euch, dass ihr uns noch unterstützt und auch alle anderen, die sich die Videos hier reinziehen. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Du drückst auf Abonnieren, machst die Glocke an und zeigst das Video heute deinem zweiten Bildschirm. Mehr als einmal. Dankeschön. Haust rein, lass dir gut gehen. Bis denn.